weiß überhaupt nicht, was da irgendwie passiert. Das wissen die, glaube ich, auch selber nicht. Alles so lupenreine Demokratien werden, wie wir hier in der EU sind, dass sich das nicht erfüllen wird. Weil die Menschen dafür nicht reif sind. Die haben das nie erlebt und das geht also, vielleicht wird es ein bisschen besser. Das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, sie stürzen und brechen sich das Bein oder den Fuß. Mehr passiert nicht. Ich möchte ein wenig mehr Ordnung in meinem Leben haben. Ich möchte ein paar solide Freundschaften. Revolution, nicht bloß flüchtige Bekanntschaften, sondern richtige Freundschaften. Ja, ich würde eine Revolution auf einem anderen Gebiet machen. Die Arbeitsverhältnisse ändern. Möglichst gesund bleiben, weitestgehend. Also auch körpernahe gestalten. Das heißt, wenn ich schon älter werde, dann leistungsfähig bleiben, einigermaßen. Dass der Arbeitsbereich zu 80% Ursache von Depressionen und psychischen Krankheiten. Dann macht man da den ganzen Sinn fest vom Leben. Und ich humaner gestalten. Das würde ich. Ich denke mal, dass es das Beste ist, wenn ich mich da an die Welt halte. Wenn das eine Revolution wäre,